Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Valiant Hearts The Great War. Ja, ich musste ein bisschen was nachspielen, aber dafür habe ich was zu lesen für uns gefunden. Ja, ja, da war noch was zum Freigraben, nämlich die Feldflasche. Ach, wenn ich was finde, dann speichere, ist ja nett. Ja, ich musste nämlich von komplett Anfang dieser Szene nachspielen, also komplett am Anfang. Soldaten litten häufig unter Durst und die Wasserversorgung war alles andere als regelmäßig. Alle Soldaten verfügten über Feldflaschen, in denen sie Wasser oder Wein transportierten. Einige hatten Feldflaschen oder Ziegenhäute, die weniger schwer zu tragen waren. Jetzt hätte ich fast aus Versehen die... Aufnahme beendet. Dabei wollte ich nur das Overlay wegmachen. So. Gehen wir doch mal weiter. Ich glaube, hier haben wir letztes Mal aufgehört, oder? Genau, ich erinnere mich. Und ich weiß auch schon, wie das funktionieren wird. Weil er wird sich nicht umdrehen, unser Freund da oben. Immer schön hinter der Kiste bleiben. Und dann durchgraben. Dass er das hier nicht bemerkt, also ganz ehrlich. Ach, ich kann ihn nicht umhauen, auch wenn er mich nicht anschaut. Super. Wie komme ich nur an dem vorbei? Ach so. Danke. Okay. Oh. Sammelobjekt und Schlüssel. Cool. Ja, gut. Aber wir wissen, wo wir hin müssen. Wisst ihr, wo wir hin müssen? Ich weiß, wo wir hin müssen. Auf jeden Fall nicht in seine Sichtweite. Da müssen wir nicht hin. Da sollten wir auch nicht hin. Okay. Kann ich verschieben? Ja. Da haben wir schon wieder was gefunden. Brief eines deutschen Soldaten. 21. April 1915. Liebe Andrea, wir sitzen seit Januar hier in diesem Loch und ich halte es nicht mehr aus. Ich bin es absolut satt wie eine Ratte zu Hause. Ich vermisse mein altes Leben. Mit dir unter den Linden zu flanieren. Ich vermisse sogar die Arbeit in der Fabrik. In Liebe, dein Dieter. Kann ich hier irgendwie durch? Nein, kann ich nicht. Kann ich da durch? Nein. Ah, okay. Hä? Irgendwie muss ich da auch hinkommen. Da liegt nämlich noch der Hebel. Der Hebel. Mein Freund, der Hebel. Wie soll ich da hinkommen? Ja, Entschuldigung, ich hätte schon längst mal was trinken müssen, aber ich habe nichts mehr da. War zu faul, mir was zu holen. Hä? Wie soll das funktionieren? Kann ich das da reindrücken? Nein. Hätte mich auch gewundert. Ach, ich kann da oben drüber. Sag mir das doch, Mensch. Mensch. Deswegen hat er die Hand so drauf gelegt. Hätte ich eigentlich gleich drauf kommen können. Aber wir wissen auch, was wir hiermit machen müssen. Oder? Wisst ihr es? Ich weiß es. Genau das nämlich. Dunk. Ah. Sardinenkonserve. Die Soldaten wurden von ihren Armeen versorgt. Dennoch erhielten sie Pakete von zu Hause, um ihr tägliches Leben etwas aufzubessern. Dosen mit Fisch oder Fleisch boten eine umfangreiche Ergänzung zur täglichen Armeeversorgung.
Oh, was glaubt ihr, wenn ihr schon seit Wochen kein richtiges Essen mehr bekommen habt, wie dankbar ihr für so eine Dose Sardinen wärt oder seid? Oh. Da habe ich gerade ehrlich gesagt auch Lust drauf. Ich habe Riesenhunger. Ich komme direkt von der Arbeit, aber ich nehme erstmal auf. Erst wird aufgenommen und dann wird gegessen. Nicht andersherum. Ihr geht über meine Ernährung. Na komm. Er heißt übrigens Walter, habe ich herausgefunden. Auch wenn ich Mirsi einen sehr schönen Namen finde. So an sich, Mirsi, schöner Name. Aber nein, unser Hündchen heißt Walter. Tü. Zuerst mal holst du mir diese Münzen? Fragezeichen. Dass sich die aber auch alle nicht drüber wundern, dass der Hund da so rumläuft, ne? Britische Münzen. Während der Krieg tobte, ging das Leben weiter, auch die Wirtschaft. Die Kriegswirtschaft basierte sowohl auf Tauschhandel als auch auf Geldwirtschaft. Die Soldaten kauften sich mit ihrem Sold Verpflegung. 1914 betrug der Sold eines britischen Gefreiten in einem Regiment einen Schilling pro Tag, der King's Shilling. Für Frauen und Kinder gab es entsprechende Zulagen. 6 Pence für die Frau und 1 Pence pro Tag für jedes Kind. 1 Schilling ist gleich 12 Pence. Der Schilling wurde 1971 durch die 5-Pence-Münze ersetzt und ist heute etwa 85 Cent wert. Überlegt euch mal. Dafür, dass ihr jeden Tag, jede Minute sterben könntet, bekommt ihr 85 Cent am Tag. Entschuldigung, ich hoffe, das war nicht zu laut. So, dann haben wir den Schlüssel auch. Hey, Walter, komm hier. Walt, komm hier. Ich weiß, hieß er Walt oder Walter? Muss ich jetzt dann mal zuhören. Ich glaube, er sagt immer nur Walt. Also Wald. Nicht wie der Wald, sondern wie die Abkürzung von Walter halt. Okay. Jetzt habe ich hier mehrere Wege, die ich gehen kann. Ominös. Da muss eine Kurbel ran. Gehen wir doch erstmal hier rein. Was passiert, wenn ich da dran drehe? Kommt der Haken? Ne, der kommt nicht runter. Der dreht sich. Hä? Ich bin gerade so dezent verwirrt. Ach, das Rad da drüben. Ich dachte mir, das müsste ich auch noch drehen, aber tatsächlich ist es das, was ich holen muss. Aha. So, perfekt. Dann holen wir es uns rüber. Nein, ich lasse den nicht erst, oder? Ah, ich muss. Ich hätte es sonst direkt zu mir rübergezogen. Aber gut. Dann muss eben unser lieber Walter ran. Hä? Oder muss ich da jetzt selbst drüber laufen? Sag jetzt nicht, dass ich Walt da den Hebel bedienen lassen muss, während ich rüberlaufe. Natürlich. Das ist ein bisschen blöd. Das war jetzt nämlich nicht schwierig, aber... Ja, ist ein Mehraufwand. Hündchen ist ja sehr stark, ne? Also Walt ist sehr intelligent vor allem, extremst intelligent und auch sehr stark, finde ich. Wer weiß, was da für ein Druck hinter dem Hebel ist. Hallo, ihr da hinten. Hallo. Ich habe echt Angst, dass es noch wirklich traurig wird, das Spiel hier. Noch geht's ja. Noch geht's. Ernsthaft? Hast du da oben so viel Munition, dass du da einfach mal permanent hier runterschießen kannst, ohne auch nur irgendwas zu treffen? Das ist jetzt ein bisschen grausam, was ich tue, aber egal. Baron von Dorf war erneut entwischt.
Aber immerhin war es Emil gelungen, Medikamente für Freddy zu finden. Schon bald waren sie wieder unterwegs. Am Ende einer Irrfahrt, die sie bis nach Reims führte, stießen sie schließlich wieder auf die Spur des flüchtigen Barons und seines Zeppelins. Freddy ist aber auch so ein Wagemutiger, nicht? Aber, was wollte ich sagen? Habt ihr das gerade gehört? Anna sagte Papa. Ich glaube, der Typ mit der Brille, dieser Forscher, denke ich mal, ist es. Könnte das Annas Vater sein? Ich vermute es stark. Lauf, Freddy, lauf, Freddy, lauf. Lauf, Freddy, lauf, Freddy, lauf. Und ich renne trotzdem nochmal zurück. Ein anderer Mensch würde dazu jetzt YOLO sagen. Ich sag sowas nicht. Ich mag das nicht. Nichts gegen dich, Cella. Ich weiß, du sagst das gelegentlich oder schreibst es zumindest. Nein, ich will hier... Ja, so viel Collectibles wie möglich finden. Zur Kathedrale. Okay. Oh Gott. Sie sucht ihren Mann. Sie suchen ihre Tochter. Ja, dass Freddy dort ist, weiß ich. Oh Gott. Sie sucht auch ihren Mann. Oh Gott. Also so schnell stirbt man von dem Rauch jetzt auch wieder nicht, wenn man im Freien ist. Jetzt übertreibt mal nicht. Ah, Anna hat anscheinend Medizin studiert. Oder tut es theoretisch immer noch. Kann ich mit denen reden? Ja. Ah. Bedankt haben sie sich. Gehen wir in das zerstörte Gebäude. Ich muss da hoch. Ich muss da ganz schnell hoch. Ich muss ihm helfen. Aber ich muss mich auch umsehen. Nein, ich denke, ich habe hier keinen Zeitdruck in diesem Spiel. Das wirkt auf mich nicht so wie ein Spiel, bei dem man Zeitdruck hat. Frühe Gasmaske. Während Gasmasken an der Front weit verbreitet waren, erhielt man sie auch als Zivilist in frontnahen Städten, wie etwa Reims, oder wie es gesagt hatte, ich kenn's als Reims. Dieses frühe Modell war eines der ersten und bestand aus einer Baumwollkompresse, die mit einer neutralisierenden Lösung getränkt war und an Mund und Nase angebracht wurde. Sie war dem Black Veil der Briten recht ähnlich. Achso, ja, das lesen wir auch noch. Das kommt alles noch, keine Angst, das kommt alles noch. Da drüben. Ne, das ist nichts zum Einsammeln, da komme ich nicht mehr hin. Ne. Moment, wenn ich jetzt hier runterspringe. Irgendwie muss ich doch das Ding auch durchschneiden können. Oder? Oder muss ich dann noch weiter hoch? Kann ich überhaupt noch weiter hoch? Ich brauche eine Schere oder dergleichen. Da geht's nicht weiter. Ah, ohne eine Schere oder irgendwas in die Richtung werde ich dem nicht helfen können. Da geht's auch nicht weiter. Wie lange nehme ich eigentlich schon wieder auf? Ich merke das hier im Spiel gar nicht. Eine Viertelstunde schon, oh Gott. Ah, da ist die Zange. Yeah.
Wie komme ich jetzt da dran vorbei? Weil da war ja noch was, was ich haben will. Ach so. So einfach ist das. Den Hebel merke ich mir. Da komme ich ja gleich wieder hin zurück. Ich weiß Gott, für was ich den überhaupt brauche. Ich habe noch keinen... keine Stelle gefunden, wo ich ihn anbringen kann. Ich wusste jetzt nicht, wie ich es nennen soll. Ah, darum konnte ich da A drücken. Pass auf, Kleiner. Ich will nicht, dass dir was passiert. Komm weg von dem Feuer und dem Rauch. So. Kriegspaten. Ich habe jetzt Spaten gelesen. Kriegspatenzertifikat. Um die Moral an der Front zu verbessern, wurde Anfang 1915 in Frankreich eine Gesellschaft gegründet, die von der Heimfront aus Soldaten ohne enge Verwandtschaft Beistand und Unterstützung leisten sollte. Entschuldigung. Die Kriegspaten sandten Briefe und Päckchen und bauten enge Verbindungen zu ihren Patenkindern an der Front auf. Das finde ich eine super Aktion. Das finde ich super. Das finde ich wirklich super. Das sollte man auch heute noch, ich sag mal, offiziell aufziehen, sowas. Ich glaube, ich sag mal, jemanden zu haben, mit dem man reden kann, auch wenn es in Anführungszeichen ein Fremder ist. Ich glaube, das ist schon angenehm, wenn man in Krisengebieten, also heutzutage sind es keine Kriegs-, sondern Krisengebiete, offiziell. Dementsprechend, ja. Okay. Kann ich dir da irgendwie helfen? Ja. Gemeinsam schaffen wir es auch nicht. Ich brauche noch mehr Leute. Ah, der hilft mir auch. Ja genau, nimm du das mal. Hm? Aha. Reklameheftchen. Während der Krieg tobte, ging das Leben zu Hause weiter und die Hersteller priesen ihre Produkte an. Natürlich wurden Soldaten genutzt, um die Marke zu stärken und den Verkauf anzukurbeln. Diese Broschüre wirbt für Kriegsanleihen, um der Regierung bei der Finanzierung der Kriegsbemühungen zu helfen. Nein, das... Nimm ruhig du, Walt. Ich glaube, ich brauche den Platz eher als du. Okay, ich brauche hier noch mehr helfende Hände. Wie komme ich eigentlich an den daran? Den kann ich doch... Na, okay, ich glaube, den kann ich nicht mehr helfen. Sein Vater ist, glaube ich, unwiederbringlich tot. Auch wenn ich es nicht gern sehe. Gut. So, jetzt kann ich in den Keller. Ich denke mal, oder? Ja. Da liegt noch was. Da liegt noch was. Gut, hier oben war nichts mehr. Aber da liegt was. Ich habe jetzt schon fast alles zusammen. Latzhose. Prinzipiell wurden alle tauglichen Männer an die Front berufen, aber die Produktion musste schließlich weitergehen. Die Frauen übernahmen die Rolle der Männer in den Fabriken und in anderen traditionell männlichen Berufen, allerdings für geringeren Lohn. Einige wurden sogar in verantwortlichen Positionen eingesetzt und waren an der Entscheidungsfindung beteiligt. Diese neue Rolle änderte den Status der Frau in der Gesellschaft nachhaltig. Da waren sie gezwungen, die Frau als gleichberechtigt anzusehen. Ich frage mich ja, was er jetzt dann da oben machen soll. Unser Walt. Achso. Kann er den benutzen? Ah, augenscheinlich ja. Sehr gut. Der hilft uns dann auch. So. Oh, ich muss dann dringend was trinken. So kann ich nicht weiter aufnehmen. Boah. Entschuldigung, wirklich. Ich weiß, mir ist immer so chaotisch. Rasierapparat. Der Rasierapparat wurde im frühen 20. Jahrhundert erfunden und rasierte sicherer als die Klingen der Barbiere.
1917 wurden Rasierapparate in die Ausrüstung der US-Soldaten aufgenommen, da man bemerkte, dass die Gasmasken effektiver waren, wenn der Träger rasiert war. Das ist ja auch logisch, ne? Das macht ja auch Sinn. Nein, du müsstest mich bitte erst runterlassen. Danach darfst du gerne auch runter. Das heißt da drauf. Achso. Ich bin auch blöd. Wollte ich ihn schon wieder schimpfen. Dabei war das völlig unbegründet. Nein, also Walt ist wirklich sehr intelligent und sehr folgsam. Hey, Walt. Okay. Ah, jetzt haben wir es geschafft. Gut. Bevor es weitergeht, lass mich auf die Uhr schauen. Ich bin schon drüber, egal. Ich lese trotzdem noch Fakten. Es sind ja zum Glück nur zwei, sehe ich gerade. Die Kathedrale von Rouen. Rouen, das sich in der umkämpften Zone befand, wurde wiederholt zum Ziel von Bombardements durch Zeppeline und Geschütze mit großer Reichweite. Beim Abzug der Deutschen am 19. September 1914 ging sogar die berühmte Kathedrale in Flammen auf. Während des Bombardements verlor die Johanna von Orléans-Statue, Jeanne d'Arc, wer sie kennt, auf dem Vorplatz eine Hand. Sie wurde daraufhin abgebaut und in den Katakomben in Sicherheit gebracht. Am Ende des Krieges lebten nur noch 1500 Menschen in Rouen. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ich weiß nicht mehr genau, wie es betont hat. Das Leben in den Städten. Im Krieg wurde nahezu die gesamte männliche Bevölkerung eingezogen und an die Front geschickt, während Frauen, Kinder und ältere Leute in der Heimat die für den Krieg notwendigen Waffen und Munition produzierten, was die Stellung der Frau nach dem Krieg nachhaltig veränderte. Die Armee requirierte Lebensmittel und Vieh und an die Bevölkerung wurden Lebensmittelmarken verteilt, da viele Grundnahrungsmittel rationiert waren. Während die deutschen Städte von direkten Kampfhandlungen im Wesentlichen verschont blieben, war die Angst vor Bombardements in den belgischen und französischen Frontstädten allgegenwärtig. Für die von euch, die noch einen oder mehrere haben, fragt mal euren Großvater oder auch Großmutter, wie das nach dem Zweiten Weltkrieg war. Das war ziemlich ähnlich. Vor allem mit den Lebensmittelmarken. Aber gut, Leute. Das war's für diese Folge. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Lasst mir bitte gerne einen Kommentar da, da freue ich mich. Und schaltet das nächste Mal wieder ein, freue ich mich noch mehr. Ich bin euer Chaotiker, das war Valiant Hearts und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Tschüss.